Hallo, lieber Widder, und willkommen zu einer neuen Legung für dich. Wir beide werden jetzt gemeinsam für dich herausfinden, was jetzt oder sehr, sehr bald auf dich zukommen wird, womit du konfrontiert wirst und was ebenso die wichtigen Hinweise sind für dich. Dieses Orakel ist ein zeitloses Orakel, das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo du es siehst, ab da gilt es, vorausgesetzt, es ist deine Legung. Ja, weil das hier ist nämlich eine ganz, ganz allgemeine Legung und nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Und ja, ich würde sagen, dass wir jetzt auch direkt loslegen. Ich stelle dir aber als erstes erstmal das Kartendeck vor, was du vor dir siehst. Ich verwende heute für dich das Dancing in the Dark Tarot. Und die anderen Kartendecks, die ich dann auch noch für dich verwende, stelle ich dir dann vor, wenn es dann soweit ist. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los und gucken, was jetzt oder jetzt sehr, sehr bald auf dich zukommt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Dankeschön, dass du zugeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir sehr gut. Und diese Legung könnte jetzt also wirklich für dich interessant sein, wenn du den Widder im Sonnenzeichen, im Mond, im Aszendent oder auch in der Venus hast. Okay, lieber Widder, ich würde sagen, wir schauen doch jetzt mal, was kommt jetzt oder sehr bald auf Widder zu. Widder, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was kommt jetzt auf Widder zu? Was kommt jetzt auf Widder zu? Widder. Was kommt jetzt auf Widder zu? Die hebe ich gleich auf. Was kommt jetzt auf Widder zu? Immer ein bisschen störrisch hier. So. Was kommt jetzt auf Widder zu? Widder. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt auf Widder zu? Noch eine Karte bitte, was jetzt auf Widder zukommt. Was kommt jetzt auf Widder zu? Okay, sehr, sehr cool hat das geklappt. So, die eine hebe ich mal eben auf. Ich habe sie nicht gesehen, ich habe jetzt auch nicht runtergeschaut. Ich lasse mich genauso überraschen wie du. So, erstmal lege ich das Ganze jetzt einigermaßen ordentlich ins Bild, sodass es nicht ganz so chaotisch aussieht. Ja, passt. Okay, lieber Widder, ich beginne mit der Karte für dich jetzt hier unten drunter. Und da kann man sagen, das ist so die Hauptenergie, darum geht es im Großen und Ganzen. Es ist ebenfalls der Haupteinfluss, die große Überschrift, wenn du es so möchtest, in Bezug darauf, was jetzt auf dich zukommt. Es kann aber ebenso sein, dass es sich hierbei um verborgene Einflüsse handelt. Ich würde sagen, wir gucken uns die Karte mal an. Und da haben wir die Sieben der Kelche. Okay. Lieber Widder, bei den Sieben der Kelchen geht es auf jeden Fall um Entscheidungen. Vielleicht stehst du momentan vor einer Situation, wo du den Wald vor lauter Bäumen nicht so richtig siehst. Du stehst vor einer Entscheidung, du hast vielleicht sogar auch die Qual der Wahl. Ja, bist ein bisschen verwirrt, weil du eben sozusagen mehrere Optionen hast. Oh Gott, was mache ich jetzt? Welche Entscheidung treffe ich jetzt? Vielleicht hast du momentan auch mehrere Vorhaben. Ja, deswegen ist es vielleicht so, dass du nicht so richtig weißt, okay, was mache ich jetzt? Wie entscheide ich mich? Welchen Weg gehe ich? Soll ich lieber das machen oder zuerst dann doch lieber das? Oder ne? Solche Sachen eben. Die Sieben der Kelche stehen auch des Öfteren für Luftschlösser, für Träume, für deine Visionen, aber auch für Illusionen. Wir müssen da mal gucken, womit das Ganze, womit es dann damit auf sich hat. Unten drunter haben wir jetzt für dich das Ass der Schwerter. Da haben wir durchaus die Klarheit. Das Ass der Wahrheit, klärende Gespräche, klärende Neuigkeiten. Klarheit kommt auf jeden Fall in eine Situation rein, wenn du dich hier auf jeden Fall zurückziehst. Okay, wenn du dich zurückziehst, wenn du einfach mal vielleicht auch in die Stille gehst, bekommst du schneller Klarheit, als du ahnst, ja. Und somit fällt es dir dann wahrscheinlich auch leichter, dich für eine Sache vielleicht fürs Erste erstmal zu entscheiden. Beziehungsweise bekommst du allgemein erstmal Klarheit, ja, wenn du dich hier wirklich zurückziehst. Das ist sehr, sehr spannend, wie sich das jetzt hier für dich zeigt, ne? Also es kann durchaus auch sein, dass hier eine Nachricht auf dich zukommt, die auf jeden Fall das Ende der Verwirrung ankündigt, ja, weil wir haben hier die Klarheit und hier ist so ein bisschen die Verwirrung. Also habe ich das Gefühl, ja, da könnte es durchaus, ja, es könnte durchaus Nachrichten kommen. Was ich ebenfalls auch so ein bisschen spüre, das kann aber wenige von euch betreffen. Ich muss es dann noch erwähnen, weil es ist ein allgemeines Orakel. Es kann sein, dass du eine Nachricht bekommst oder vielleicht bekommen hast, was zwar eigentlich klar ist, was eigentlich auch die Wahrheit ist oder gewesen ist, aber dennoch sieht man es nicht so richtig oder möchte es vielleicht nicht so richtig wahrhaben. Ja.
Kann aber weniger von euch zutreffen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal die Karte an oder die Karten an, die jetzt herausgefallen sind für dich. Ich beginne, lieber Widder, mit der ersten Tarotkarte. Was kommt jetzt also auf dich zu? Und da haben wir eine Chance. Eine Chance, eine neue Möglichkeit, ein Neubeginn im finanziellen, materiellen, beruflichen Bereich kommt hier sozusagen auf dich zu. Eine Art Geschenk des Himmels. Du hast hier durchaus, lieber Widder, jetzt die Chance auf einen Neubeginn. Im Bereich Finanzen, im Bereich Beruf, Berufung vielleicht sogar auch. Du hast jetzt sozusagen ebenfalls auch die Möglichkeit, um Sicherheit, Stabilität und Fülle, Reichtum, Wohlstand anzuziehen. Das ist ebenfalls auch die Energie, das Ass der Münzen sozusagen. Also hier kommt auf jeden Fall eine Chance gerade auf dich zu. Vielleicht ist es so, dass du noch nicht so richtig weißt, okay, soll ich diese Chance annehmen? Soll ich das Ganze jetzt wirklich machen? Ich bin total verwirrt. Ja, aber das mit der Verwirrung habe ich das Gefühl, trotzdem wird sich auf jeden Fall bald erledigen, weil wir haben hier unten drunter durchaus die Klarheit. Ja, also solltest du irgendwie verwirrt sein oder nicht so richtig wissen, welche Entscheidung zu treffen ist, die Klarheit kommt, beziehungsweise, lieber Widder, intuitiv weißt du doch ganz genau, welche Entscheidung zu treffen ist. Ja, du weißt es doch wirklich. Und ich habe wirklich auch den Eindruck, ich sage es nochmal ganz kurz, dass hier Entscheidungen bzw. Nachrichten schneller kommen oder Klarheit, dass die Klarheit schneller kommt, als du glaubst, schneller als du denkst. Gucken wir jetzt aber erstmal weiter. Da haben wir jetzt für dich, wow, das Ass der Kelche. Du hast hier zwei richtig, 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 richtig gute Asse bzw. drei Asse mit dem dazu gezählt. Also hier hast du nicht nur die Chance auf Wohlstand, auf Sicherheit, auf einen Neubeginn, sondern du hast ebenfalls auch die Chance jetzt, den Weg deiner Erfüllung zu gehen. Ja, und beziehungsweise auch Geld mit denen zu verdienen, was du liebst zu tun. Wir sehen ja ebenfalls auch Herzen abgebildet. Also es geht bei dem Asterkelchen durchaus um Herzensangelegenheiten. Es geht darum, dass du jetzt die Möglichkeit hast, die große Erfüllung, vielleicht sogar auch die große Liebe zu finden. Ja, auch in Liebesangelegenheiten ist das jetzt hier wirklich eine Chance, die hier dargestellt ist. Einige von euch, ihr habt hier durchaus Visionen, ihr habt hier gewisse Träume. Die Klarheit bei einigen von euch kam vor kurzem, habe ich das Gefühl gerade. Und jetzt geht es wirklich darum, hier ist ein Neubeginn, lieber Widder. Die Chancen, die ist die Chance zu einem erfüllenden Neubeginn in Bezug auf einen neuen Job, deine Berufung zu leben, die ist da. Die ist auf jeden Fall da. Es braucht nur eine Entscheidung. Ja, das ist sehr, sehr spannend bei dir. Also es geht hier nicht einfach nur um eine plumpe Chance im beruflichen Bereich bei euch. Ich habe eher das Gefühl, oder besser gesagt, das Gefühl, dass du jetzt die Möglichkeit hast auf etwas zutiefst Erfüllendes. Ja, was haben wir hier für dich? Ja, elfter Kelch hätte ich beinahe gesagt. Nein, es ist der Bube der Kelche. Also der Bube kommt hier mit einem Angebot, mit einer neuen Möglichkeit im Liebesbereich oder auch in Herzensangelegenheiten. Also es kann durchaus sein, dass jemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich möchte mit dir zusammen sein. Hey, ich habe mich in dich verguckt. Ich möchte mich mit dir verloben. Sowas in der Richtung, das ist nicht auszuschließen, ihr Lieben. Ich kenne dich gerade nicht persönlich. Ich kann dir wirklich nur gerade das sagen, was ich hier fühle und wahrnehme. Und der Page der Kelche steht ebenfalls für neue emotionale, spirituelle Erfahrungen, die man jetzt sozusagen macht. Auch der Page, genauso ähnlich wie bei den Assen, steht hier für neue Möglichkeiten, neue Chancen, Wachstumspotenzial. Also hier hat man wirklich ebenfalls die Chance, sich weiterzubilden. Man hat die Chance, hier etwas zu vertiefen. Ja, generell habe ich das Gefühl, lieber Widder, dass du momentan auch sehr, sehr stark in Verbindung mit deiner Spiritualität bzw. mit deinen Emotionen bist. Das wird jetzt auf dich zukommen. Ein liebevolles Angebot. Die Chance auf etwas zutiefst Erfüllendes kann auch im Bereich Liebe sein. Ja? Was haben wir hier? Das ist bei vielen von euch definitiv das Thema Arbeit, Job, Karriere. Ja, etwas Neues zahlt sich hier auf jeden Fall aus. Wir haben hier, oder zeigt sich besser gesagt, ja, etwas zahlt sich definitiv auch aus, aber erstmal habe ich das Gefühl, etwas Neues zeigt sich. Ganz, ganz spannend finde ich, dass du hier viermal die Eins hast. Solltest du in der nächsten Zeit oder sogar auch jetzt schon sehr, sehr häufig die Zahl 111 sehen oder 11:11 Uhr, dann ist es jetzt ein Hinweis für dich, dass du jetzt hier wirklich bereit bist. Ebenso natürlich steht die Zahl 1 für Neubeginne, ja, ist klar, aber ebenfalls auch dafür, dass du jetzt ganz besonders auf deine Gedanken achten darfst, weil diese manifestieren
manifestieren sich jetzt umso schneller. Nichtsdestotrotz, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ich sehe auf jeden Fall eine neue Möglichkeit, eine Chance, um hier wirklich deine Wünsche, deine Träume anzugehen, wahrhaft in Erfüllung gehen zu lassen. Einige von euch, ihr wollt hier möglicherweise nochmal die Schulbank drücken, ebenfalls ein Seminar besuchen oder einen Kurs machen, sich umschulen in dem Bereich, der dich interessiert, im künstlerischen Bereich, im spirituellen Bereich, im Bereich Musik oder allgemein einfach etwas, was dich zutiefst erfüllt. Das kann auch hier Bäckerei sein zum Beispiel, ja, also damit du ungefähr weißt, es muss nicht immer unbedingt im Bereich künstlerischen oder im spirituellen Bereich sein, sondern es geht hier um deine Herzensangelegenheiten wirklich, ja, das, was du sozusagen liebst zu tun. Und ich sehe ebenfalls auch, dass du in dem, was du tust, dass du dich immer und immer weiter verbesserst. Ja, das ist das, was ich sehe. Einige von euch, ihr spielt möglicherweise auch mit dem Gedanken, etwas oder selber Kurse oder Seminare zu geben. Ja, das sehe ich hier ebenfalls. Was haben wir hier? Das ist der Erfolg. Das ist der Erfolg, die 6. Stäbe. Lieber Widder, der Erfolg kommt definitiv, wenn du diese Chance ergreifst, wenn du deine Wünsche, deine Ziele wahrhaft in Erfüllung gehen lässt und wenn du eine intuitive Entscheidung jetzt triffst. Du weißt ganz genau, wie du dich entscheiden sollst. Du weißt, was zu tun ist, lieber Widder. Ich sehe, Erfolg kommt hier definitiv auf dich zu. Im Job, in der Karriere, ist dasselbe, aber bei vielen von euch geht es einfach nur um mehr als einfach nur irgendein Job. Ja, ich spreche hier wirklich von der Berufung. Ja, also ich sehe, Erfolg kommt hier definitiv auf dich zu. Ich sehe ebenfalls auch, dass Menschen auf dich zukommen und dich loben. Die feiern dich sozusagen. Das ist auch die Energie von den 6. Stäben. Es geht ebenfalls jetzt auch für dich darum, lieber Widder, dass du auf deine Fähigkeiten vertrauen sollst. Vertraue, die Karte steht auch für Selbstvertrauen. Vertraue auf dich und auf deine Talente. Ja, das ist echt, du hast hier sehr, sehr krasse Energien, lieber Widder. Gute, positive Energien, wohl bemerkt. So, warte mal, ich möchte jetzt hier erstmal den Pagen der Kelchen etwas weiter höher schieben, damit jetzt hier die 7 der Kelche hier drunter passen. Genau, also du hast hier durchaus sehr, sehr vielversprechende Energien, lieber Widder. Sehr vielversprechend. Du hast die Chance auf Erfolg. Menschen kommen auf dich zu, die feiern dich, die fühlen sich von dir inspiriert. Die sagen, wow, du bist echt super in dem, was du tust. Sei auch selber stolz auf dich, lieber Widder. Ja? Sei selber auch ruhig mal stolz auf dich selbst. So, Widder. Das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, sind hier die Stargazing-Orakelkarten. Da bin ich gespannt. Was kommt jetzt noch auf Widder zu? Widder, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was kommt jetzt noch auf Widder zu? Was kommt jetzt noch auf Widder zu? Okay. Das Ganze nochmal. Widder, was kommt jetzt noch auf die lieben Widder zu? Was kommt jetzt noch auf Widder zu? Nummer 1. Was kommt jetzt noch auf Widder zu? Nee, und zu viele. Was kommt jetzt noch auf Widder zu? Was kommt jetzt noch auf Widder zu? So, noch eine Karte bitte für das Kollektiv der Widder. Was kommt jetzt oder sehr, sehr bald auf Widder zu? Noch eine Karte bitte. Okay, ich schaue mal unten drunter für dich, was wir da haben. Entschuldigung. Huch, da kriege ich gleich ein bisschen Husten. Okay, also, deine Seele ist zurückgekehrt, um viele Lektionen zu lernen. Okay, lieber Widder, es geht jetzt wirklich für dich darum, eine bestimmte Lektion zu lernen. Und ich habe das Gefühl, dass es wirklich damit auf sich hat, diese Chance zu ergreifen, ja, den Weg deiner Träume
Ja, den Weg deiner Träume zu gehen, deine Visionen wahrhaft in Erfüllung gehen zu lassen. Da, für diese Lektion stehst du gerade. Ja, und deswegen ist das nämlich auch der Grund, warum du auf diese Welt gekommen bist, warum du in diese Erde inkarniert bist, sozusagen. Damit du eine bestimmte Lektion lernst. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, was jetzt hier eigentlich rausgefallen ist. Ich beginne mal mit der Karte. Da haben wir jetzt das achte Haus. Bei dem achten Haus geht es um Ende anfangen. Es geht um das Okkulte. Vielleicht wollen einige von euch im Bereich Okkultismus, im Bereich Kartenlegen, sowas machen, ne? Tarot, sowas in der Richtung. Oder ihr habt die Gabe, Kontakt mit Verstorbenen aufzunehmen. Ja, sowas könnte einige von euch ebenso vielleicht reizen. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, lieber Widder, es geht jetzt wirklich für einige von euch wirklich darum, einen Weg zu beenden, die Art und Weise oder den Weg, den du bisher eingeschlagen hattest, vor dieser ganzen Geschichte sozusagen. Ja, also hier geht es wirklich darum, ebenfalls auch sich Ängsten zu stellen. Ich glaube, dass das hier, was ich dir mit den Tarotkarten gesagt habe, dass es auf jeden Fall einigen von euch wirklich Angst macht. Ja, und jetzt geht es wirklich darum, stelle dich dieser Angst. Fülle kommt jetzt ebenfalls auf dich zu. Das spüre ich auch bei einigen von euch. Also, wenn du jetzt wirklich diesen Weg gehst, kommt definitiv erstens Erfüllung und zweitens auch Fülle. Ja. Fülle an, ja, natürlich Geld, an Zeit, an Wertschätzung, Frieden, Freude, all das, das volle Programm. Ja. Wie gesagt, das achte Haus, da geht es um Ende anfangen. Es geht um das Verborgene, mystische Energien möglicherweise auch. Aber es geht auch ebenfalls um eine Transformation. Was haben wir hier für dich? Your life story hasn't yet unfolded. Okay, es geht ja also um etwas, was ich, ja, etwas ist ja auf jeden Fall im Verborgenen, möglicherweise deine Lebensgeschichte oder beziehungsweise das, was ich dir eben gesagt habe mit dem Tarot. Es kann durchaus sein, dass das Ganze oder der Weg, genau, der Weg hat sich für dich noch nicht gezeigt oder zeigt sich noch nicht. Rätsel sind hier wirklich Teil des Lebens. Es geht jetzt also wirklich darum, dass du lernst zu vertrauen, ebenfalls auch dir selbst zu vertrauen. Das ist also das Gefühl, was ich hier wirklich habe. Was haben wir hier? Das ist das dritte Haus. Bei dem dritten Haus geht es auf jeden Fall um Kontakte, es geht um Social Media, es geht um die Gedanken und es geht hier ebenfalls auch um Kommunikation. Also kann es durchaus sein, dass du dich möglicherweise weiterbilden möchtest im Bereich Okkultismus, im Bereich Kontakt aufnehmen mit Verstorbenen oder mit Karma-Arbeit, Transformationsarbeit oder auch wenn es darum geht, etwas loszulassen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass einige von euch ebenfalls auch in eine Gruppe möchten oder selber eine Gruppe gründen, was hier etwas mit Transformation zu tun hat, mit Auflösungsarbeit. Oder auch wenn es darum geht, sich Ängsten zu stellen. Sowas in der Richtung sehe ich auch. Also entweder gehst du in so eine Gruppe oder aber du selber gründest so eine Gruppe. Auch das ist, was ich hier bei einigen von euch sehe. Ja? Okay, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal weiter mit dem nächsten Deck. Jetzt verwende ich für dich das Engeltarot von Doreen Virtue. Ich habe auch irgendwie das Gefühl bei einigen, dass sich jetzt Freundschaften entweder transformieren oder ebenfalls auch zu Ende gehen. Ich habe das Gefühl, es warten neue Menschen auf dich. Neue Menschen, die du kennenlernen kannst über Social Media. Was ich ebenfalls fühle, lieber Widder, ist, dass du ein Vaterthema hast, beziehungsweise auch ein Mutterthema, generell irgendein Elternthema. Ich spüre beides, sowohl Mutter als auch Vater. Und das gilt es jetzt aufzulösen. Ja? Die Art und Weise spüre ich, wie dein Vater bzw. vielleicht auch deine Mutter Geld verdient hat. Ich glaube, dass du das bis zu einem gewissen Grad selber auch übernommen hast. Gewisse Glaubenssysteme vielleicht auch. Ich habe das Gefühl, etwas komplett anderes wartet aber auf dich. Du hier mit dieser Legung bist auf jeden Fall dazu bestimmt, deine Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen, den Weg deiner Berufung zu gehen, deine Spiritualität zu leben. Ja. Familienthemen können jetzt ebenfalls auch geheilt werden, das spüre ich. Noch auch im Februar, auch das spüre ich. Ja, das ist ein zeitloses Reading, aber trotz allem, ich nehme das jetzt gerade im Februar auf, also deswegen. Gut, wir gucken weiter. Was kommt jetzt noch auf Widder zu?
Ebenfalls würde ich dir empfehlen, es ist nur eine kleine Empfehlung, was du daraus machst, ist deine Sache. Bei einigen von euch habe ich das Gefühl, ihr seid oder wart in der letzten Zeit ein bisschen zu viel übers oder auf Social Media unterwegs. Und deswegen würde es vielleicht auch einfach mal euch ein bisschen gut tun, sich so ein bisschen fernzuhalten von Social Media. Ja, weil wenn man zu viel auf Social Media unterwegs ist, da, naja, es ist schwierig, ne? Man nimmt sehr, sehr viele Energien auf von anderen. Man ist dann irgendwann auch nicht mehr in der Lage, auf seine eigene Intuition zu hören. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen auch nicht so richtig, ja? Gut, okay, was haben wir noch? Was kommt jetzt noch auf Widder zu? Widder, Sonnenmond, Aszendent, Venus. Was kommt jetzt noch auf Widder zu? Was kommt jetzt noch auf Widder zu? Jetzt Widder. Bitte noch mindestens eine Karte hätte ich sehr gern. Was kommt jetzt noch auf Widder zu? Was kommt jetzt noch auf Widder zu? Jetzt. Vielen Dank. Wow, okay. Warte mal eben ganz kurz, lieber Widder. Ich muss mal eben die eine Karte aufheben, die jetzt hier runtergefallen ist. Ich muss mal mit der anfangen, die jetzt hier runtergefallen ist. Zu der komme ich gleich. Wir haben als erstes für dich das Rad. Erzengel Michael. Eine Zeit positiver Veränderung. Eine Situation, die sich plötzlich vorwärts bewegt. Ich habe es dir gesagt. Eine Situation, lieber Widder, bewegt sich jetzt schneller als sonst. Schneller als gewöhnlich. Schneller als du ahnst. Ja, das habe ich dir am Anfang gesagt, ne? Etwas oder die Klarheit kommt schneller, als du glaubst. Der Neubeginn kommt schneller, als du denkst. Die Ideen ebenfalls auch. Ja, oder allgemein die Veränderung, der Neubeginn, ja? Weil du hast ja sehr, sehr viele Neubeginnsenergien durch die ganzen Einser oder Einsen, besser gesagt, und ebenfalls auch durch die 10, was ja wieder eine 1 ist. Also hier geht es auf jeden Fall darum, es kommt hier ein Neubeginn auf dich zu. Ebenfalls auch eine Zeit, wo sich Dinge vorwärts bewegen, wo sich einiges verändert. Das Rad des Schicksals ist das im normalen Tarot, steht immer dafür, dass ein Zyklus zu Ende geht und ein neuer beginnt. Und dafür steht ebenfalls auch das achte Haus. Ja, und das geschieht schneller, als du denkst. Das Glück ist ebenfalls auch auf deiner Seite. Und jetzt, lieber Widder, zeige ich dir die Karte, die jetzt, wo ich Oh gesagt habe. Das waren nämlich oder sind die 9 des Wassers. Dein Wunsch erfüllt sich. Sorgen schwinden. Liebe zum Leben. Ja. Es ist jetzt für dich oder für viele von euch an der Zeit, den Weg der Liebe zu gehen. Den Weg deiner Erfüllung zu gehen. Das kann auch im Liebesbereich sein. Ne? Falls du jetzt sehr unsicher warst in Bezug auf dein Gegenüber, der möchte wahrscheinlich mehr oder. Es ist wahrscheinlich so, dass dein Gegenüber mehr möchte, aber du warst vielleicht auch ein bisschen unsicher. Dann ist jetzt hier der Hinweis für dich: Gehe ruhig den Weg, trau dich, ja? Sage ja zu der Liebe. Höre hier bitte auf deine Intuition, ja? Also was ich hier auf jeden Fall sehe: Du bewegst dich jetzt nun wirklich in Richtung Wunscherfüllung. Ein Wunsch kann sich definitiv ebenfalls wirklich erfüllen, wenn du diese Chance ergreifst. Entschuldigung, wenn du vorwärts gehst. Das Glück ist auf deiner Seite. Es kommt eine positive Veränderung jetzt auf dich zu. Das ist unglaublich, lieber Widder. Unten drunter haben wir für dich folgende Energie, die 2 des Feuers. Du hast zu dir selbst gefunden, neue Partnerschaften oder Verträge. Setz deinen Weg fort, ganz genau, lieber Widder. Das ist genau das, was ich dir gesagt habe. Geh deinen Weg, setz deinen Weg fort. Neue Partnerschaften, neue Verträge können jetzt sozusagen geknüpft werden. Es kommt Menschen auf dich zu oder ein ganz bestimmter Mensch kommt auf dich zu, möchte sich mit dir verbinden. Sowohl in der Liebe kann das sein, im freundschaftlichen Bereich oder auch im Business. Ja. Ebenfalls ist auch ein Hinweis darauf, du findest zu dir selbst. Einige von euch, ihr findet jetzt, demnächst, zu euch selbst. Ihr findet zu euch selbst. Ja. Eine Zeit der positiven Veränderung. Das Alte ist vorbei und jetzt kommt etwas durchaus sehr, 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 sehr Positives. Also Widder, das ist unglaublich. Das ist wirklich der Kracher. So, jetzt muss ich mal eben überlegen, was für ein Kartendeck ich jetzt als nächstes für dich verwende. Ach, ich habe ja hier schöne Dinge zur Auswahl.
Warte mal eben ganz kurz, was nehme ich denn jetzt? Okay, ich verwende jetzt, nee, das fühlt sich nicht richtig an, das auch nicht. Okay, ich verwende jetzt für dich das Work Your Light Orakel von Rebecca Campbell. So, da bin ich gespannt. Du hast hier sehr, sehr tolle Energien. Ein bestimmter Wunsch kann hier durchaus in Erfüllung gehen. Generell kommt es ebenfalls eine Zeit auf dich zu, wo du Wünsche äußern darfst und ebenfalls auch damit rechnen kannst, dass diese sich schnell manifestieren. So spüre ich das. Okay, was kommt jetzt noch auf Widder zu? Widder, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was kommt jetzt noch auf Widder zu? Widder, Nummer 1. Was kommt jetzt noch auf Widder zu? Bitte noch eine Energie, noch eine Karte. Was jetzt noch auf Widder zukommt? Da will noch einer. Widder, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Dann eben zwei. Okay, so, was haben wir hier? Okay, es gibt hier also ein inneres Gefühl, ein nörgelndes Gefühl möglicherweise auch oder irgendein Gefühl, was auf jeden Fall deine Aufmerksamkeit haben möchte. Und diesem Gefühl, da sollst du einfach mal hinhören. Was versucht also dieses Gefühl dir mitzuteilen? Es geht also wirklich darum, vertraue auf dein Bauchgefühl, habe ich das Gefühl. Die halten sich ja wirklich alle beide so dem Bauch. Also hier wird wirklich gesagt, vertraue dir selbst, vertraue ebenfalls auch auf dein Bauchgefühl. Ja, irgendetwas versucht dir dein Gefühl, dein Bauch, dein Instinkt hier mitzuteilen. Was haben wir hier? Da haben wir die Transformation. Ja, ihr befindet euch definitiv in einer Art Transformationsprozess, in einer Art Loslassprozess. Einiges kann jetzt ebenfalls auch geheilt werden und ich spüre auch bei einigen anderen von euch gewisse Trigger-Themen, Themen, die dich getriggert haben oder Menschen, die dich getriggert haben. Das kann jetzt ebenfalls auch geheilt werden und bei manchen von euch spüre ich ebenfalls auch Familienmitglieder, die Eltern. Ja, das ist das, was ich hier ebenfalls sehe. Rechne ebenfalls jetzt mit einer Zeit der tiefen Heilung. Was haben wir für dich unten drunter? Okay, das ist der innere Tempel. Es geht also darum, dass du dich immer mehr in deine Her also dass du dich auf dein Herz ausrichten sollst, in deine Herzensenergie hineinkommen sollst. Es geht ja also wirklich um vollkommene Hingabe. Ja, gib dich hier hin, vertraue auf dein Herz, geh den Weg deines Herzens. Was ist das, was hier damit gesagt, was hier mit gemeint ist? Was haben wir hier? Ja, nimm dir mal eine Auszeit, ja? Ebenfalls ist auch einfach mal eine Auszeit nehmen, um Kraft zu tanken, um einfach mal zu schauen, okay, was brauche ich jetzt, was braucht mein Körper, was versucht mir mein Körper mitzuteilen. Das ist auch das Gefühl, was ich habe. Was ich hier wirklich spüre, lieber Widder, ist, dass einige von euch diesen Weg noch nicht wirklich, dass du diesen Weg noch nicht wirklich gegangen bist oder beziehungsweise dass du diese Entscheidung für diesen Weg noch nicht wirklich getroffen hast. Und deswegen kann es jetzt wirklich bedeuten, dass jetzt eine Zeit erstmal auf dich zukommt, wo du dir eine Auszeit gönnst, wo du erstmal wirklich heilst und gewisse Dinge loslässt. Ja, und dann, wenn das sozusagen geschehen ist, wenn du dich bereit fühlst, dann kommt all das, was ich dir vorhin so schön ebenfalls auch erzählt habe. Natürlich hat das eine mit dem anderen jetzt nicht unbedingt etwas miteinander zu tun. Ja, es kann durchaus sein, dass jetzt trotzdem positive Veränderungen auf dich zukommen, dass du trotzdem deinen Weg gehst, Wünsche in Erfüllung oder Wünsche sich erfüllen für dich und trotzdem gleichzeitig aber auch eine Heilung geschieht. Ja, sowas ist natürlich auch möglich. Was haben wir hier? Okay, ja. Antworte dem Ruf. Antworte auf dem Ruf deiner Seele. Auch wenn deine Seele danach schreit, nimm dir eine Auszeit. Ja, wenn dein Körper dir sagt, dein Gefühl dir mitteilen möchte, hey, ich brauche eine Auszeit, ich brauch jetzt einfach mal Ruhe, ich muss mal meditieren, ich muss mich mal zurückziehen, dann tu das, weil bei einigen von euch ist das Gefühl auf jeden Fall da, was dir wirklich sagen möchte, zieh dich zurück. Ja, dein Gefühl bei einigen
von euch, euer Gefühl sagt euch, zieht euch zurück, nehmt euch eine Auszeit. Du bist ein Mensch und keine Maschine. Generell geht es bei dieser Karte natürlich ebenfalls auch darum, antworte dem Ruf. Was versuchte deine, wonach ruft deine Seele? Wonach ruft deine Seele? Wenn es darum geht, jetzt diese Chance zu ergreifen, wenn es darum geht, diese wichtige Entscheidung für dich zu treffen, eine Veränderung vorzunehmen, Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen, das weißt du jetzt am besten. Ja. Gut, das letzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, lieber Widder, ist das Orakel der Göttinnen von Doreen Virtue. Was sagen denn hier jetzt die Göttinnen? Was kommt jetzt noch auf Widder zu? Okay, die wollte jetzt unbedingt. Was kommt jetzt noch auf Widder zu? Widder, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was kommt jetzt noch auf Widder? Okay, noch eine Karte bitte für Widder. Dankeschön, das ging schnell. So, was haben wir hier für dich? Erblühen, du fängst gerade erst an, also hab Geduld mit dir und dem Prozess, gib nicht auf. Okay, also das ist jetzt hier ein Hinweis für dich, du fängst gerade erst an. Sei hier geduldig mit dir, sei geduldig mit dir, deinem Heilungsprozess, deinem Transformationsprozess. Ebenfalls auch, wenn es darum geht, dass du dich gerade vielleicht selbstständig gemacht hast, dass du am Beginn einer völlig neuen Erfahrung stehst, am Beginn einer neuen Partnerschaft auch eventuell. Hier wird auf jeden Fall darauf hingewiesen, du bist gerade wirklich dabei, vollkommen zu erblühen. Ja, wow. Was haben wir hier? Ja, stimmt, die hatte ich gesehen. Solis mit Gewässer. Verbringe Zeit am Wasser, am See, Fluss oder Meer, um deine Batterien aufzuladen. Okay, ist jetzt ebenfalls wieder ein Hinweis. Lade deine Batterien auf, zieh dich mal eine Weile zurück, trink sehr, sehr viel Wasser, halte dich am Wasser auf, am Fluss, am See und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das Element Wasser für dich momentan sehr, sehr wichtig ist, weil wir haben hier zweimal die Kelche, wir haben die Neun des Wassers. Ja, das Element Wasser ist momentan dein Element, lieber Widder, habe ich das Gefühl. Ja, egal was für ein Sternzeichen du bist ein Feuerzeichen, ist klar. Aber das Element Wasser ist momentan wirklich, ja, dein Element. So, was haben wir hier? Aphrodite, innere Göttin, erwecke die Göttin in dir durch Tanz, Wertschätzung deiner Göttlichkeit und indem du dir Gutes tust. Ja, sei gut zu dir. Komme in deine Selbstliebe. Tu hier irgendetwas, um hier wieder in die Selbstliebe hineinzukommen. Es geht hier ebenfalls auch darum für dich, dich selbst, deine Emotionen und ebenfalls deinen Körper ebenfalls auch vollkommen zu spüren. Ja, das ist auch das Gefühl, was ich hier habe. Bei der Energie der Aphrodite geht es wirklich also darum, gönn dir etwas. Gönn dir etwas, lass es dir gut gehen. Lass dich ebenfalls aber auch mal, lass dich ruhig ebenfalls auch mal, warte mal, das Ganze ist hier ein klein wenig schief. Lass dich ruhig auch mal verwöhnen, lieber Widder, habe ich das Gefühl. Kümmere dich nicht immer nur um die Bedürfnisse anderer, sondern ebenfalls auch mal um deine eigenen. Ja. Und zu guter Letzt haben wir Nemetona mit dem heiligen Raum. Erschaffe dir ein Altar oder geh in einen Kraftplatz, um dich mit dem Göttlichen zu verbinden. Wo führt es dich hin, lieber Widder? Vielleicht spielst du mit den Gedanken umzuziehen, vielleicht spielst du mit den Gedanken auszuwandern. Oder irgendwo hinzureisen. Suche dir auf jeden Fall mal einen Kraftplatz. Irgendein Kraftplatz, wo du hier wieder deine Göttlichkeit spürst, wo du dich zurückziehst, wo du auftanken kannst. Das ist jetzt also der Hinweis der Göttinnen sozusagen an dich. Oder ebenfalls auch mal zu Hause dir eine Art Altar aufzubauen, wo du dich mit dir selbst, deinem höheren Selbst und mit dem Göttlichen verbinden kannst. Okay, lieber Widder, du hast hier durchaus eine sehr, sehr krasse und auch gute Legung, durchaus, ja. Und ich danke dir ganz, ganz doll fürs Zusehen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und sag bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss.